Guten Morgen YouTube, das ist hier mein Hotel, habe ich bei booking.com gebucht. Ich bin hier mitten in der Medina und mein Plan ist es heute hier Fest zu erkunden und ich will zum Bahnhof und gucken, wie meine Weiterreise sein wird, das irgendwie organisieren. Habe gerade schon gefragt hier, ich wollte eigentlich nach Casablanca oder Rabat. Und die Marokkaner sagen alle, nein, nein, da soll ich nicht hin, ich soll nach Tangier. Das würde aber meine Kurve etwas vergrößern. Also ich schaue einfach mal. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich zeige euch jetzt ein paar Eindrücke aus der Medina von Fes. Hier ist jetzt noch alles zu um 9.30 Uhr. Ich finde die hier wieder raus. Jeder Zweite spricht euch hier an und will euch den Weg zeigen. Erst recht, wenn ihr mit dem GPS durch die Gegend lauft. Sagt, ihr wollt zum Busbahnhof und ändert den Weg dann. Und vergesst niemals, sie sind alle sehr nett, wenn sie euch abschleppen wollen. Das gleiche ist genauso beim Taxi zu handhaben. Fragt im Hostel nach, was das Taxi von A nach B kostet, dann wisst ihr, wohin euch euer Preis führen muss. So, hier ist die große Moschee. Ich gehe nicht rein. Geht niemals mit Google Navigation durch die Medina. Dann seid ihr sofort in den Händen von Schleppern. Ich hab's geschafft! Yeah! Ich bin draußen. Also, falls ihr wirklich Google verwendet, es ist nicht so einfach. Google springt hin und her. Ihr müsst euch ungefähr die Richtung merken, vielleicht anhand der Sonne oder so. Und wenn Google euch gerade ausschickt, orientiert euch wie anders, aber nicht mit Google. Mein Weg zum Bahnhof führt mich am Bab Yedid vorbei. Bab bedeutet Eingang, das ist praktisch ein historischer Ort und ja, Eingang zur Stadt sozusagen. So sieht die Stadt jetzt außerhalb der Medina aus. Dort ist die Medina und hier ist es halt eine geschäftige Stadt. Ihr müsst auch die Taxen verhandeln. Also von der Medina zum Bahnhof habt ihr einen guten Preis, wenn ihr 25 Dirham verhandelt habt. Also 2,50 Euro. 3 Kilometer noch. Das ist Fes außerhalb der Medina. Schön, oder? Also eine ganz normale Stadt. Ohne Gewusel, aber sehr busy. Ja, hier ist das Stadttor und zwar stehe ich im neuen Fes sozusagen und hier geht's in die Medina. Oh oh, mich hat gerade die Polizei angehalten. Da fahren sie noch. Ist wohl nicht üblich, dass man hier spazieren geht. Schon gar nicht als Deutsche mit dem Handy in der Hand. Aber ich sag mal so, ich bin weit weg von der Straße. Mein Geld habe ich am Bauch. Im Rucksack ist tatsächlich nur meine Jacke, also fühle mich auch nicht gerade unsicher, aber sie haben mich belehrt und ich soll mein Telefon einstecken
Und dann haben sie mir den Weg zum Bahnhof gesagt. Die wollten mich mitnehmen, aber ich steige hier auch in kein Polizeiauto ein. Ich würde ausschließlich in ein rotes Taxi steigen. Das haben die mir im Hotel so gesagt. Und dann wollten sie mir helfen, ein Zugticket zu kaufen. Aber ich will erst mal gucken, wo es überall hingeht. Okay, eine stinknormale Mall. So, ich bin jetzt hier im Supermarkt, kann euch ja mal hier die Preise zeigen. Ein Liter, glaube ich, ist das. Ein Liter, ja. Ein Liter 7-Up kostet 65 Cent. Und was haben wir noch? Coca-Cola ist hier hinten. Es gibt verschiedene Sorten, Pepsi-Cola, alles, eigentlich alles da. Coca-Cola sind aber 2 Liter, 1,30 Euro. Und 1,3 Liter, 1,08 Euro. Orangen, lecker. Wisst ihr, worauf ich gespannt bin? Ich bin in 8 Minuten am Bahnhof. Ich frage mich die ganze Zeit, ist es ein großer, moderner Bahnhof, so wie dieses Einkaufszentrum gerade war? Oder ist es so ein Gewuselbahnhof, wo man alles festhalten muss, wie in Arusha zum Beispiel, der Busbahnhof? Da ist der Bahnhof. Oh, schaut euch mal den Ausblick an hier. Mit dem Berg daneben. Sehr schön. Sieht echt modern aus. Nicht so wuselig wie in Arusha. So, ich habe mich entschieden. Ich musste mich plötzlich entscheiden am Schalter. Also von hier aus geht es in ziemlich viele Richtungen. Leider haben die keine Map mit allen Linien, wo man gucken kann, was möglich wäre. Ich muss mal im Internet gucken. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt entschieden, nicht nach Tangier zu fahren in den Norden, sondern nach Casablanca. Und vielleicht kann ich von Casablanca weiter Richtung südlich dann reisen, um dann zurück nach Marrakesch zu gehen. Ich habe jetzt noch, heute ist Sonnabend, noch 10 Tage. Daher habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall geht es morgen um 10.40 Uhr nach Casablanca. Das Ticket zu kaufen war ganz einfach, hat 19,80 Euro gekostet. Ich habe First Class gekauft. Normal wäre, ich glaube, 17 Euro, also die 2 Euro habe ich jetzt auch noch. Und ich gucke mir morgen erstmal First Class an und Middle Class und dann kann ich ja immer noch weiter entscheiden, wie ich weiterfahre, ob ich das dann spare. Ja, also Ticket packe ich jetzt ein und dann gehe ich noch hier eine Runde durch Fes und schau mal, was sich noch so machen lässt hier. Mittag habe ich auch noch nicht gegessen. Ja, also bis denn. Ich brauchte was aus der Apotheke, macht um 1 zu, also eine halbe Stunde. Oh, okay. Mir ist gerade eingefallen, ich wollte jetzt zurück in die Medina, aber da habe ich kein Internet und ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Dachte ich, ich setze mich hier jetzt in einen Café, aber es ist schon ein bisschen komisch, weil ich bin die einzige Frau hier und alle gucken natürlich. Und keiner spricht Englisch. Und der Kellner bringt mir meinen Kaffee, ich frage, was ich zu bezahlen habe. Und er hat mir eine Zahl gesagt, die ich nicht verstanden habe. Dann habe ich gesagt, ob er das in Englisch vielleicht sagen kann. Und dann hat er gesagt, 25. Und dann wollte ich ihm so viel geben. Und dann hat er schon abgewunken und hat mir sogar noch was zurückgegeben. Also sehr local hier. Aber der Kaffee sieht sehr lecker aus. Kostet also 1,50 hier. So, ich habe eine nette Terrasse gefunden, ein Restaurant. Schaut mal, was für ein Blick hier über die Medina. Man sieht hier praktisch ja nichts von den ganz vielen Gassen, die es hier gibt. So, ich esse jetzt erstmal was. Hier an der Scheibe steht
TripAdvisor empfiehlt das. Passt mal auf, ich drehe dich mal um. Ich sitze hier. Thank you. Ich sitze hier mitten in der Medina. Kann mir noch nebenbei ein paar Schuhe kaufen. Heute gibt es mal keine Tagine, sondern Couscous mit Gemüse. So, guten Morgen und tschüss Fess. Ich habe mein Backpack dabei und bin auf dem Weg zum Bahnhof. Ein letztes Mal Medina von Fess. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Das Frühstück kam 45 Minuten zu spät. Das war natürlich nicht eingeplant. Immerhin, die Sonne scheint schon. So, da stehen die Taxen. Der im Hotel hat gesagt, ich soll nicht mehr als 40 bezahlen. Weltkulturerbe. Fängt schon mal bei 1,50 an hier. Ja, dann mal los, auf zum Bahnhof. Ich hab's geschafft, bin am Bahnhof. Taxi von der Medina bis zum Bahnhof. Ich weiß nicht, wir sind vielleicht 15 Minuten gefahren. Hat nicht mal 1,50 Euro gekostet. In 20 Minuten kann ich erst auf den Bahnsteig. Darum trinke ich hier noch einen schnellen Smoothie. Der Rucksack war mir zu schwer und es war kein anderer Sitzplatz frei. So, ich darf jetzt auf den Bahnsteig, aber nicht diesen hier, sondern downstairs. Bahnsteig Nummer 2. Der Zug fährt übrigens 4 Stunden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Entfernungen sehen einfach auch nicht so weit aus. 2. Da ist er. Perfekt. So, Wagen 26. Eieiei, jetzt muss ich mir erstmal den Wagen suchen. Hier ist 24. Ich weiß gar nicht, welches mein Wagen ist. 11 steht bei mir. 11. Yeah. So, jetzt nur noch meine Plätze finden. Das ist das Klo. Ich... 33. 8. 7. 6. Ah. 3. 33. Das ist ja doof. In der Mitte. Drückt mir mal die Daumen, dass ich da keiner hinsetze. Ich wollte gerne am Fenster. Oh, ich bin in Casablanca. Der Bahnhof hier ist tatsächlich etwas viel mehr größer. Und ja, ich suche mir jetzt erstmal ein Taxi und dann schauen wir mal. Der Taxifahrer wollte mich abziehen. Der jetzt hatte kein Taxameter und ich fragte ihn noch. Und der Wagen erzählt 20. Okay, dachte ich. Für dieselbe Strecke 90 Cent mehr ist okay. Und jetzt beim Aussteigen hat er gesagt 220, also 220 und ich never. Also, da war er ein bisschen sauer, aber hat mich gehen lassen. Boomtour! Ich wollte gerade durch die Medina laufen, aber festgestellt, heute ist Sonntag, heute ist hier nicht so viel los. Bisschen hat zwar offen, aber nicht so viel. Ich habe es gefunden. Also nicht das Haus da, sondern passt mal auf. Dort seht ihr den Hafen von Casablanca. Und hier ist der Ozean. Oh wow, da ist die große Moschee, die bekannte. Und schaut euch mal an, wie hoch die Wellen sind. Ich bin am Strand angekommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Der letzte Morgen hier in Casablanca ist angebrochen. Ich war gerade schon zum Frühstück und jetzt
werde ich meinen Rucksack nehmen. Ist schon alles fertig gepackt. Und mit der Straßenbahn zum Bahnhof Casa Voyager fahren. Und um 10.30 Uhr in etwa geht mein Zug zurück nach Marrakesch. Ich freue mich. Casablanca hat mich jetzt nicht so geflasht. Mich haben auch relativ viele davor gewarnt, nach Casablanca zu fahren. Das ist halt nicht das schöne Casablanca, wie man in dem Film gesehen hat. Viele fahren halt her wegen des Films. Deswegen war ich nicht hier. Ich dachte einfach, ach, fahr mal an die Küste. Und da ich sowieso von Fes nach Marrakesch hier lang fahren musste, dachte ich, buchst hier noch zwei Aufenthalte und dann guckst dir noch Casablanca an. Muss ich jetzt nicht empfehlen. Also Casablanca ist eine Großstadt zwischen Moderne, Armut, Dreck, Luxus. Also eine afrikanische Großstadt halt. Ja, du kannst hier Moscheen entdecken, die zum Beispiel die große Moschee Hassan, die zweite. Und die Strände sind jetzt auch nicht so, aber ich glaube, da bin ich auch echt verwöhnt von Sansibar. Ja, aber ich freue mich auf Marrakesch. Ich habe jetzt noch, glaube ich, genau 5 Tage. Und ich will wahrscheinlich noch nach Essaouira von Marrakesch mit dem Bus. Ich weiß noch nicht so ganz genau, aber ja, lasst euch überraschen. Oh, hier wird gerade gewischt. Das ist wie Glatteis hier. So, auf zur Straßenbahnhaltestelle. Ist ja schon echt busy hier. Ich bin zurück, juhu, in Marrakesch. Hier gefällt es mir viel, viel besser. Als erstes hole ich mir erstmal einen Saft für den Weg. Roomtour. Sehr niedlich. Da ist das Bett. Mein Ausblick direkt auf die Gassen der Medina. Und hier ist das Bad. Dachterrasse. Schön. Und wie immer hier in Marrakesch so ein schöner Blick über die Medina. Beim letzten Mal war ich da irgendwo. Da. Genau. Aber man muss ja öfter mal was Neues ausprobieren. So, ich bin jetzt hier auf dem Busbahnhof und habe mir ein Ticket nach Essaouira gekauft. Und da geht es morgen hin. Freue ich mich schon drauf. Hat 9 Euro gekostet. Und dann bin ich wieder an der Küste. Ja, ich bin mit dem Taxi jetzt zurück in die Medina gefahren. Kostet 30 Dirham ungefähr. Muss man gut verhandeln. Die sagen immer 50 und dann sage ich 20 und irgendwie kommen wir dann bei 30 an. Ja, und hier ist auch gerade ein Filmfestival, was das alles noch ein bisschen erschwert, weil noch viel mehr Leute hier sind. Also er hat zu mir gesagt, das ist wie Oscar. Kann ich mir nicht vorstellen, weil von Oscar habe ich schon gehört, von dem Filmfestival nicht. Aber gut, ja. Dafür sind hier alle Straßen abgesperrt und es ist äußerst schwierig, sich zurechtzufinden. Mit Bussen sowieso, weil ich sehe hier nie, wo die Bushaltestelle ist. Aber gut, jetzt gehe ich erstmal zurück ins Riad, packe um, hole mein Ladegerät und dann gehe ich noch ein bisschen durch die Stadt wandern. Ach, ich freue mich schon, heute Abend hier wieder entlang zu schlendern im bunten Trubel. Ich sitze hier direkt am Souk. Und will heute mal was Europäisches essen. Die Tagine kommt mir langsam aus der Nase raus. Merkwürdig. Pasta. Was habe ich Pasta vermisst? Gleich gibt's Pasta. Einmal Nuss-Nuss, bitte. Mhm.
alles gibt. Hier im Bad ist an jedem Klo so ein Dingens. Und dann muss man 8800-Hashtag eingeben, um auf die Toilette zu kommen. Also wenn ihr im Café Argana seid, dann könnt ihr hier gern mal auf die Toilette gehen. Leicht links abbiegen Richtung Sugsemmerin.